12 keys we have now. Leaving just one more. Now, Sora. Darkness and light's final clash. Kairi! You require motivation. Now, the Keyblade War will finally reach its conclusion. Keyblade is complete. Kingdom Hearts, I call upon your true form. Open now and show me the world to come. We thought you might be able to use a couple of more half points. Donald. What? Goofy. Typical. You can't do anything without us, Sora. Now wipe those tears. And let's go stop Master Xehanort. Yeah. But he controls Kingdom Hearts now. And Kairi. You worried? Guys. Sorry we took so long. Had a couple of plot points that needed ironing out. Master Xehanort. He did it. He opened Kingdom Hearts. So what now? We've still got one hope! Your Majesty, Riku, are you okay? We're fine. Yeah. What hope? It's Xehanort. During the Mark of Mastery exam, we learned that he can transcend space and time. He's a portal, and we can use that to trap him. But it won't be easy. Aqua, Riku, I'll need both your help if we're gonna push Xehanort out of this world. Understood. Wait!
I'll do it. What? Kingdom Hearts is a much bigger threat. Let me handle Xehanort while you guys keep it shut. Right. Okay, Sora. I got this. You can't forget about us. Without Keyblades, it's not like we'll be much help here. Three half pints together again. Let's move. The darkness is spreading. Sora. Huh? Oh, hey. Kairi will be all right. I can feel it. Thank you. Whoa! Where are we? Oh. It's beautiful. Right. We need to find Master Xehanort. Yeah. Okay, ich hatte jetzt nicht erwartet, dass man durch Xehanort diese Welt betreten würde, sondern dass es eher eine separate Welt ist, aber das hier ist eindeutig das Thema der Vorteile im Hintergrund. Nö, wollen wir noch nicht zurück. Und den Namen der Welt werde ich hier nicht verraten für die Leute, die den Final Battle Trailer nicht gesehen haben. Oh, na gut, das steht schon da oben rechts, weil schon jetzt wie die Welt heißt. Ja, Scarlet Kylum. Treppe oder Leiter zum Himmel. Aber Treppe zum Himmel passt besser wegen Stairway to Heaven, finde ich persönlich. Ah, es sieht so geil aus hier. Ich hoffe, dass das hier alles erkundbar ist. Es sieht fast zu viel aus, um es zu erkunden, also... Passt zu schön. It sure is awful quiet here. Just go right around. Hey! Oh. What?
What's going on? Are you serious? Oh, I don't think they're the locals. Ready? Huh? Wow, geiles Boss-Thema. Besiege die geheimnisvollen Feinde. Wow. Aber sie besiegen mich gerade auf. Oh Gott, das hier ist ja offenbar das Boss-Thema doch. Warum wird der Tisch anvisiert? Und nicht die Gegner. Wow. Okay, der hier hat Xehanort-Schwert. Schlüsselschwert. Ich glaube, der andere hat der Xigbas. Xigbas Schusswaffen. Ja, der rechte hier, Xigbas Schusswaffen. Oh, geil, Death Tati. Noch ein Death Tati Remix. Habt ihr ein und dieselbe Lebensleiste? Oh, ich bin fast tot. Oh, das sind aber diesmal deutlich mehr. Wow. Da war eben gerade eine von Luxors Karten. Dieser Fight ist geil. Huch. Ich muss zugeben, der Damage-Output von ihnen ist ziemlich gut. Danke, Donald. Ah, ich wollte eigentlich das andere machen. Mal gucken, ob es das bringt. Lol. Ja, wenn das jetzt wirklich was bringt. Okay, Abbruch. Also ich mag jetzt underhyped scheinen, aber ich bin sehr gehypt. Ich meine, die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sowieso nicht so der Typ bin, der so krass abgeht. Nach außen hin. Aber ihr könnt euch gewiss sein, in mir tobt's. Und zwar im guten Sinne. Wow. Oh nein, wäre ich mal lieber unten geblieben. Ah, der hat Maluxias Sense. Okay, ich wollte mir eigentlich gerade sagen, dass ich mir noch ein Power-Up gönnen kann, aber dadurch, dass Donald mich gerade eben geheilt hat, geht das leider nicht mehr. Danke dafür, Donald. Dadurch habe ich keine Sicherheitsempfehlung mehr übrig. Okay, ich nehme alles zurück. Das ist das beste Boss-Thema aller Zeiten. Oh mein Gott. Hoppla. Schnell weg hier. It's my turn? Nö, noch nicht. Dafür brauchen wir erstmal irgendeinen Gegner, wo wir es raufsteuern können.
Oh, da sind die ja. Wer von ihnen war das? Okay. Jetzt haben wir doch ein bisschen zu viel. Nice. Da haben wir mal richtig guten Damage reinbekommen. So, wo sind sie? Ich glaube, hier rechts haben wir noch kaum. Oder hier. Oh, shit. Defendor hat mich nicht heilt, war's das. Okay. Und hat mich natürlich nicht geheilt. Versuch irgendwie ein Muster zu erkennen. Oh mein Gott. Cloud Chain. Ich sollte wirklich mehr Cloud Chain einsetzen in meinen Playthroughs. Oh, Stonehold, töte sie! Nein, nicht das, Mann. Ich vergesse es immer wieder. Vorher L2 drücken, um die Situationskonus zu wechseln. War es das oder waren das nur einer? The places to be sent. Master Xehanort! Behold, this town. Once a seat of power for all Keyblade wielders. It is the nexus from which all worlds spring. Here I and my other selves can be one. United in Scala et Caelum. Let's get him. Yeah. You guys okay? Now. Hmm.
Eine Rendition von Rage Awakened. Oh Mann, ich block immer im falschen Moment, aber ich kenne ihn auch gar nicht. Donald. Achso, er hat keine MP, gerade sehe ich. Die Zelle soll ich mal bekämpfen. Na, endlich bald da mal stehen. Ja, immer schon weiter ruft da. Aber ich muss sagen, er sieht echt geil aus in dieser Rüstung. Wow. Oh, Nano Arms ist so nützlich. Vor allem, man kann damit so schnell die Distanz zwischen sich und dem Feind überbrücken, ohne irgendwie Ressourcen zu verbrauchen. Oh Mann. Ich frage mich eigentlich, was aus dem verweinenden Willen geworden ist. Ich meine, wir haben ihn ja kurz gesehen. Oder ob der jetzt mit Terra wieder eins ist. Oh nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wo ist er? Da. Okay, ein ohne Power-Up wird das nix. Wieso zur Zeit statt beim Finisher Iframes? Okay. You performed admirably. Lol. Okay, damit hat jetzt nicht gerechnet, aber ich werde, denke ich mal, den Fehlversuch mit drinnen lassen. Ja. I admire your tenacity. Ich sollte wahrscheinlich am besten komplett auf Rage Home verzichten in dem Fight. Oh mein Gott. Die Ops sind natürlich noch hinter mir her. Okay, so viel zu. Ich verzichte auf Rageform. Oh. Weiter rauf. Ich hoffe einfach mal, dass ich zwischenzeitlich irgendwie ein Limit bekomme und dass ich dadurch meine Rage-Form wieder unterbrechen kann. Ich habe viel gedrückt. Danke, Donald. Okay, interessanterweise kann ich mit Rage Form zwei volle Kombos machen, bevor er sich retaliated. Taste defeat. Ja, stimmt, das war ja auch schon, glaube ich, beim Kampf gegen Terra mit drin. Also Meister Xenon versus Terra. Oh, geil. Oh, Stuck Flare. Huch. Oh mein Gott. Gut. Das Gute ist ja, dass man dank Nano Arms hier Dauerschutz hat. In der Barriere. Also voller Rundumschutz. Komm ruhig her, Xehanort. Oh nice, wir können ihn angreifen.
Ach, das ist ja mau, dass man da trotzdem getroffen werden kann. Weiter ruf. Okay, ich glaube, ich kann eigentlich zwei volle Kombos machen. Vorsicht recht. Ah, verflucht, du und Goofy sind tot. Und meine MP sind leider aufgebraucht. Aber ich will eigentlich so meinen bisher itemlosen Playthrough weiter aufbehalten. Beibehalten. Okay. Oh oh. Dreieck. Nein, das falsche Dreieck. Abbruch. Nein. Oh nein. Die MP von Dings war schon nett. Okay, dann gehen wir schnell wieder zurück. Aus diesem Grund mag ich Kämpfe im Wasser nicht wirklich, weil klar, ich habe jetzt mehr defensive Optionen, wie jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Kingdom Hearts 1 Atlantica, aber trotzdem ist mir es ziemlich unsicher. Ach, und ich kann das Keyblade nicht wechseln, auch gut zu wissen. Ja, Goofy, töte ihn. Okay, manchmal gibt es Situationen, wo ich noch Safe-Magie einsetzen kann. Und dann wiederum nicht. Wo bist du? Okay, man kann es blocken. Das ist schick. So, wo bist du? Da bist du. Ich würde mal interessieren, ob man diese Säulen blocken kann. Okay, so langsam habe ich ein Muster raus, aber ich beherrsche es noch nicht annähernd gut. Okay, nur noch vier Balken übrig danach. Was für eine Hitbox. Wow. Wo bist du? Oh.
Gut, okay, aber wir durften eigentlich schnell genug sein. Ah, ich kann unendlich oft springen jetzt. Treff ihn. Oh, ich bin alleine. Wenn ich nicht Rageform bekomme. Ja, dann würde ich jetzt drauf gehen. Also, es ist so. Er macht immer so zwei Schläge, die kurz hintereinander kommen. Dann kommt eine kurze Pause, dann kommt Schlag Nummer 3. Aber ich hatte das auch eben gerade so getimed eigentlich. Und trotzdem kam Block Nummer 2 nicht wirklich raus. Just let it end, boy. I think not. Ja, ich will es ja enden lassen, aber du ja offenbar nicht. Oh mein Gott. Oh, schade, die Cutscene kann man nicht skippen. Lol. Just let it end, boy. Okay. Netter Start. Wahrscheinlich staggert er nach dem nächsten Schlag. Oder würde nach dem nächsten Block staggern. Aha. Oh. Oh nein, was macht er da? Das gefällt mir jetzt nicht. Kann man das blocken? Okay, man kann es nicht blocken. Und in dem Fall würde ich es auch nicht riskieren, ein Power-Up reinzunehmen. Nice. Weiter rauf da. Power wieder ausbricht hier. Ich habe doch 4 gedrückt. Warum kommt der Block nicht raus? Okay, wenn all diese Angriffe hintereinander blockt, dann ist er offen für Angriffe. Schnell weiter, Sora, schnell weiter, schnell weiter. Nein, weiter angreifen. Wow. So, Nanowaffen ist so eine nützliche Schlüsselschwert-Transformation. Dadurch, dass man eine Barriere erhält. Oh Mann, ich hätte angreifen können. Dadurch kann man so viele Angriffe blocken, die man normalerweise nicht blocken kann. Okay, schnell auf Finale raus. Ein bisschen extra Damage Output. Okay, dadurch, dass man hier die ganze Zeit dauerhaft springen kann, ist es eigentlich relativ leicht, den grünen Kugeln zu entgehen. Los, weiter. Uff. Hm.
Mm-hmm.